Oh. Das war jetzt... Ich hab schneller reagiert. Oh fuck, Alter. Was zum Teufel habe ich da gemacht? Lichtwandschaltkreis. Ja, ja. Tut mir leid, das wollte ich nicht, wenn dir das hilft. Zack. Hier oben wäre es dann zumindest schon mal so ein bisschen sicher. Yep. Gut, du bist jetzt nicht tot, aber... Oh Mann, oh Manometer. Ich will jetzt diesmal nicht noch einen Fehler machen. Wer weiß, ob ich solche Reflexe nochmal vorweisen kann, wenn es ernst wird. Irgendjemanden gesehen, der krank aussieht? Sowas muss ich mir von dir nicht anhören. Ich bin krank. Ich bin krank. Kann ich jetzt nach Hause? Oh Scheiße. Ja. Was? Diesmal hast du Glück gehabt. Boah. Das war aber jetzt wirklich kurz vor knapp. Sowas will ich ungern nochmal haben. Oh doch, das geht noch ein bisschen weiter. Oh oh. Na klasse. Verdammt! Das würde ich auch gerne wissen, wo ich hier bin. Da unten steht ein Typ vor dem... Ich weiß, dass du hier bist. Dann such mich! Such mich! Oh! Ich finde dich schon noch. Tu das mal. Ich weiß, dass du in der Nähe bist, Abschau. Wachen, zu mir! Gott, ey, was soll denn die Scheiße? Wer den tötet, wird zu Hause. Ja, natürlich müsst ihr jetzt hier auch noch auftauchen. Warum taucht ihr jetzt alle hier auf? Seid ihr irgendwie schwul? Ich weiß, dass du hier bist. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gib auf und zeig dich. Wir wissen beide, dass du ein Schwächling bist. Ach so. Ich weiß, dass jetzt habe ich dich. Wachen! Zu mir! Sieht aus, als sei er einfach verschwunden. Augen auf, jetzt habe ich dich. Nein, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Blut! Stirb!
Jetzt muss ich hier wirklich alle killen, oder was? Ich werde dein Versteck finden. Still, endlich! Attentäter, er ist weg! Das Öl in diesen Dingern ist viel zu schnell alle. Ich werde... Och ja, komm. Du wirst... Ja, natürlich. Einfach wild draufhauen. Das hilft ja bekanntlich immer. Komm. Zack. Jetzt musste ich hier tatsächlich alles töten, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Sowas finde ich ja geil, weißt du das? Da bin ich ja ganz großer Fan von. Wo bin ich hier? kann ich das Ding mit einem Windstoß aufmachen? Oder irgendwie? Ah! Oh Gott. Naja, wenigstens werden die direkt beseitigt. Ich müsste mal einmal durchspielen, wie ich böse bin. Wie ich ganz, ganz böse bin. Aber träge ich mich hier überhaupt auf? Weißt du, die ganze Zeit Chaosfaktor niedrig, jetzt einmal hoch. Was soll's? Und selbst wenn er mittel ist, soll's mir recht sein. Tja, so kommt man auch hoch, ne? Oh Gott. Ist zwar nicht die schöne Art, Leute, es tut mir leid, aber wenn es nicht anders geht, dann geht es nicht anders. Und der sieht mich einfach nicht. Die sehen mich einfach nicht. Ist das denn ein Witz? Leuchtturmaufzug. Ja, zu Borovs Leuchtturm gehen. Hehe. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was die da machen. So. Rette Emily, betritt den Leuchtturm. Ich habe ihn betreten, liebe Freunde. Mal schauen, wie ich empfangen werde. So. Natürlich sind hier oben auch noch Wachen. Wie komme ich hier? So. Nehmen wir den ganz, ganz schweren Weg. Nämlich den. Und sind auch noch sicher oben. Ohne dass überhaupt irgendwer was mitgekriegt hat. Leuchtturm. Was ist denn da passiert? Ist hier noch irgendwer? Nein, scheinbar nicht.
Es muss da irgendwie einen Weg reingehen, aber ich gehe immer weiter höher. Yep. Die unzerstörbare Tür. Okay. Ja gut, da komme ich scheinbar nicht rein. Ah doch, da komme ich scheinbar doch rein. Erinnern Sie sich daran, als dies nur ein Traum einiger wütender, verzweifelter Männer im Hinterzimmer einer Bar war? Lord Trevor Pendleton, der vernachlässigte jüngste Sohn von seinen Brüdern gequält. Martin, so ein schlauer Mann, der seine Talente verschwendet. So. Der hat die umgelegt. Der hat die alle umgelegt. Boah. Ist das ein Arsch. Emilys Zimmerschlüssel. So. Wer ist da? Admiral Havelock? Ach, da ist das. Wenn Sie mich nicht rauslassen, müssen Sie in der Ecke stehen, bis Sie wissen, wie man sich benimmt. Kabu, ich wusste, du kommst. Wird jetzt alles gut? Werde ich Kaiserin? Natürlich wirst du das. Was? Chaosfaktor nie... Ich habe 9 Leute eliminiert und der ist immer noch niedrig. Ja, mir soll's recht sein. Und das Ende. Da werde ich jetzt mal kurz meine Klappe halten. Wir sehen uns dann gleich. So endet die Zwischenherrschaft. Und nun übernimmt Emily Caldwin die erste nach einer Zeit der Unruhen den Thron ihrer Mutter. Du wirst an ihrer Seite stehen, Corvo, um ihre junge Seele zu leiten. Und um sie vor denen zu beschützen, die sie ausnutzen oder ihr schaden wollen. Du saßt und hörtest zu, wo andere Männer vor Zorn geschrien hätten. Du hieltest dich zurück, statt zuzuschlagen. Und so brach mit dem Abklingen der Seuche und Emilys Aufstieg ein goldenes Zeitalter an, eingeleitet durch deine Hand. Und Jahrzehnte später, wenn dein Haar weiß geworden ist und du diese Welt verlassen wirst, wird Kaiserin Emily, Emily die Weise, auf dem Höhepunkt ihrer Macht, deinen Körper im großen Grabmal ihrer Mutter zur Ruhe betten, weil du mehr für sie warst als nur ihr Schutzherr. Leb wohl, Corvo. Today, but we die for the next. With blood in our veins, in the air, in our chest. Ja, und das war Dishonored, zumindest der Hauptteil. Ich versuche das mal zu cutten, sonst rede ich da nur unnötig in die Musik rein und man versteht mich nicht. So, wir hatten jetzt auf jeden Fall das durch. Und ich habe natürlich noch den oder ein Add-on. Die Brightmoor Witches. Und das werden wir dann jetzt in der nächsten Aufnahme rangehen. Werden wir vielleicht nicht ganz schaffen in der nächsten Aufnahme. Aber es ist so ein kleines Häppchen für zwischendurch. Und ich hoffe, euch hat zumindest der Hauptteil gefallen. Das Addon finde ich auch richtig geil. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Euer Sophie!